Und weiter geht's mit einer neuen hexerischen Folge Dying Light 2. Ja, wir sind jetzt wieder bei der Seuchenhexe und mal sehen, was wir dieses Mal für sie jagen sollen. Hast du heute Aufträge für mich? Ja, eine sehr seltene Kreatur ist aufgetaucht. Aus ihrem Leder kann ich Gefäße anfertigen, in denen sich Substanzen unterbringen lassen, für die kein anderes Material geeignet ist. Da bin ich dabei. Wo muss ich hin? Wo ist nicht so wichtig. Wann ist entscheidend. Die Kreatur ist nachtaktiv. Nachts ist sie mächtig und schnell ohne Ende, also pass auf. Verstanden. Danke. Alles klar. Wird gemacht. Meine Gute. Aber erstmal gehe ich wieder ein paar Materialien von dir shoppen. Dankeschön. Kamelle, Lavendel, Harz, Dosen. Brauchen wir alles. Und jetzt bin ich voll und jetzt kann es losgehen. Let's go wieder hier. Ich weiß nicht, ich arbeite irgendwie ganz gerne mittlerweile hier für die Seuchenhexe. Ich habe die Aufgaben irgendwie ganz gerne. Und vor allem bin ich halt auch gespannt, wann die enden. Wann endet es hier mit diesen ganzen Quests für die gute Dame? Weil irgendwann muss ja die Questreihe mal enden. Oder zumindest irgendwie mal weitergehen mit diesem Konflikt mit dem Mann, sage ich mal so. Weil mit dem ist ja auch noch nicht alles geklärt, sage ich mal so. Weil mit denen hatten wir ja auch schon so manchmal ein paar, ja, nicht so gute Gespräche, sage ich mal. Noch so. Ja, die muss ja scheinbar für den arbeiten und so weiter. Deswegen bin ich ja gespannt, was da noch rauskommt. Auf jeden Fall geht das schon sehr, sehr lange, diese Questreihe. Das muss man einfach sagen. Aber ich finde, sie macht auch echt Spaß hier mit diesen besonders infizierten, mutierten Feinden und so. Wie zum Beispiel auch in der vergangenen Folge, der eine so ein bisschen mehr Feuer dran, dann so ein bisschen Blitz und so. Das ist einfach ganz cool gemacht, wie ich finde, mit dieser Storyline hier. So, und ich frage mich gerade, was haben wir hier noch für ein Fragezeichen? Ah, so ein Konvoi, alles klar. Gut, einmal kurz hier nah rangehen, damit sie dann auch auf der Karte markiert fest. Sehr schön. Ja. Natürlich fliegt hier gleich was in die Luft, weil ich hier bin. WTF. Alter, 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 alter. Alter, was geht denn hier ab? So war das Ganze natürlich ganz und gar nicht hier geplant. Holy moly, ey. Also, wer damit jetzt gerechnet hätte, von denen hätte ich lieber eine Vorwarnung bekommen. Meine Güte, ey. Was geht denn jetzt hier gerade ab? Gut, immerhin können wir hier nochmal ganz kurz rein. Kurz warten. So, beim Händler mal noch kurz gucken. Upgraden könnten wir was machen. Gleitschirm, das wäre eine Idee. UV-Taschenlampe. Kommt da drauf an, ja. Was nutze ich eher mehr? Da würde ich sagen, eher den Enterhaken hier verbessern. Ja, und dann machen wir den jetzt direkt ganz. So, dann ist der Enterwurfhaken, ja. Der Enterhaken direkt ganz verbessert. Und als nächstes dann der Gleitschirm, denke ich. Gut, jetzt gucken wir hier nochmal. Wurfmesser tun wir mal upgraden. Knallstock wäre auch noch eine Idee. Ja, kommt, lass uns den mal verbessern. Gut. Das restliche davon heben wir auf. Ja, jetzt müssen wir sowieso erstmal wieder diese infizierten Dinger sammeln. Gut, Funke, meine Lieblingsverbesserung, tue ich nochmal verbessern. Ja, das wäre nicht verkehrt. Und ansonsten sind wir dann jetzt hier erstmal wieder leer. So, Bauteile nochmal reinlunsen. Da einfach alles mitnehmen. Einfach alles an Bauteilen mal mit eintüten hier. So, und jetzt gucken wir nochmal bei Kaufen. Da hat er nichts, okay. Alles klar. Lass mal von dir hören. Jo, gut. Ja, ich lass mal von mir hören. Aber jetzt tue ich mich erstmal noch ganz kurz hier abbinden. So. Und die Jagd hat immerhin jetzt geendet. Das ist schon mal gut. Weil mit so einer Jagd an meiner Seite, dass die alle mir hinterher machen, wäre das echt nicht gut zu machen hier mit der Quest. Gut, mein Ziel ist jetzt hier vorne irgendwo.
Und ich glaube sogar, der Gegner ist vielleicht eine Anomalie, kann das sein? Mal sehen. So, von der Beschreibung her hat sich so angehört mit extrem schnell und Co. Was jagen sie nachts die singende Todesfee? Hm, okay. Mal sehen, wie die aussieht. Also so einer ist es bestimmt nicht, so ein Spucker. Aber schon mal gut zu wissen, dass die auch hier drum sind. Und das ist vielleicht... Na, das ist ja so ein Flüster. Ich schalte den mal aus. Ja, aber da wohl kaum das sein, ne? Aber cool, dass wir davon auch wieder einen ausgeschaltet haben. Ja, und diese Trophäen muss ich so unbedingt einfach viel, viel, viel mehr sammeln. Ich brauche einfach noch viel mehr. Weil ich will das alles auf Maximum mit hier bringen. Und ich habe im Übrigen auch gelesen, der ein oder andere hat mal geschrieben, warum machst du nicht das und das bei Verbesserungen und so. Oder warum wartest du manchmal so lange mit Verbesserungen? Das hat einfach den Grund. Ich will halt manchmal mehrere Sachen direkt auf einmal verbessern. Deswegen ich manchmal auch das aufspare. Ja, und jetzt haue ich gerade leider mit der schlechteren Waffe hier auf den drauf. Aber wenn ich jetzt wechsle, dann haut das Ding mir wahrscheinlich ab. Deswegen hauen wir jetzt einfach mal weiter damit drauf. Ah, jetzt haut es so oder so ab. Bogen schnell nehmen. Wow, wow, wow. Jawohl, drauf da. Jawohl. Sehr schön. Die Gegner für die Quest haben wir ausgeschaltet. Sehr cool. Das ist so einer. An so einen hätte ich gar nicht mehr gedacht. So einen Gegner hier. Den hatten wir bisher nur sehr, sehr wenig. Im gesamten Spielverlauf so. Wo? Ah, hier ist ja nochmal so einer. Ja, lass uns mal probieren, den hier auch noch auszuschalten. Oh nein, 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 nein. Heilen, 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 heilen. Da war wieder dieses komische säureartige Gedöns hier. Bei dem Zeug muss man wirklich aufpassen. Das ist richtig gefährlich. Hier, nimm das. Komm, nimm das hier erstmal mit. Na los, loote einfach. Du, dann halt so. Einmal den Bogen jetzt hier rausholen kurz. Hey, hier ist mein kleiner Freund wieder. Gut, wir machen erstmal den Spucker auf der einen anderen Seite weg. Wo ist er denn jetzt hin? Der ist wohl runtergefallen dort, wie es aussieht. Aber hier, ich höre noch einen. Ah, da drüben ist er. Höp. Oh, nicht anspucken. Oh. Jawohl. Wo ist er hin? Unten hier. Ich finde, sind diese Dinger hier noch gefährlicher geworden als wie im ersten Teil. Diese Spucker. Weil da viel mehr rauskommt. Aus seinem kleinen Spuckermund. Wie ich finde. Gut. Zack. Jetzt einmal hier alle plündern noch kurz. Und jetzt suchen wir nochmal diesen einen kleinen, schnellen Zombie. Und der müsste ja jetzt hier hinten irgendwo liegen. Den hatte ich ja jetzt eben abgefeuert noch. Ja, und auch so können wir ja hier nochmal kurz gucken, noch ein bisschen Beute. Aber speziell, wo liegt mein kleiner Freund? Ich glaube hier vorne. Nein, da nicht. Ich hoffe halt nur, dass er sich nicht schon aufgelöst hat. Also weg ist schon das hier. Oh, du gehst ja noch. So, einmal hier hoch. Hier oben war da, wo ich den getroffen hatte mit meinem Pfeil. Ja gut, dann lassen wir das jetzt hier. War trotzdem cool hier mit dem Plündern gerade nochmal die ganze Sache. Da oben ist noch irgendein Fragezeichen. Das würde ich mir mal eben noch kurz angucken wollen. Was das genau ist, Lines. Ich denke mal so ein Herausforderungsding mit Parcours oder so. Oder? Mal gucken. Ah, eine Quest. Oh, die nehmen wir an direkt mal. Lass mich raten. Liebe und großer Reichtum. Ist das, was du dir erhoffst? Ich spüre Größeres.
Ich kann das Energiefeld, das dich umgibt, fühlen. Energiefeld? Was bist du denn, ein Magnet? Vielleicht schon. Ich war eine der wenigen Überlebenden der Bombenangriffe. Die Chemikalien hatten eine starke Wirkung auf mich. Und seit damals sind die Kräfte, die ich gewonnen habe, für gewöhnliche Sterbliche schwer zu verstehen. Natürlich. Die Chemikalien haben dir besondere Fähigkeiten verliehen. Und jetzt kannst du die Zukunft sehen. Jetzt wird's lustig. Die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Alle unwichtig. Warum tust du nicht erstmal etwas für mich? Was brauchst du denn? Drei Könige. Könige? Ich habe einen. Aber drei fehlen mir. Das war so vorherbestimmt. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass die Könige zu mir zurückkehren. Wo finde ich diese Könige? Sie werden dich finden. Okay, und wie erkenne ich sie? Wenn du dich dazu entschließt, auf diese Reise zu gehen, wirst du den ersten König auf dem Tisch finden. Auf dem Tisch? Du redest von Spielkarten. Ich rede von Königen. Oh, meine Güte. Wieder mal so eine Person, wo ich überhaupt nicht gerne zuhöre. Wo ich mir am liebsten denke, überspringe ich gleich das ganze Gespräch. Also manche Nebenmissionen, oder was ist Nebenmission? Manche Missionsgeber von Nebenquests, wenn die reden im Gespräch, meine Güte, da habe ich mal schon das Empfinden, wirklich einfach direkt wegzudrücken. Und das Ganze zu überspringen. Aber nun gut, also die Nebenquests werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Zukunft, ich werde aber jetzt erstmal das abliefern von unserer aktuell noch bestehenden Quest. Ah, für die Nebenmission sollen wir sogar hierher. Heißt das, du hast sie gerettet? Ah nein, das ist nochmal eine andere. Gut, dann reden wir mal mit dem erst. Habe ich. Das Opfer Henrietta sollte bald hier sein. Warte mal. Henrietta heißt die? Oh nein. Die sollte ich gar nicht retten. Ich habe wohl falsch verstanden, welches Lager es war. Die PKs nehmen mich doch jetzt nie. Ich bin so nutzlos. Ein nutzloses Stück Abfall. Hier. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Tja, Henrietta. Freut mich, dass ich helfen konnte. Aber ganz ehrlich, wir sollten ja eigentlich jemand anderen retten. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Naja. Schrecklich für die andere, nehme ich an. Klar, klar. Aiden hat ja immerhin dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. Danke, dass du mich gerettet hast, auch wenn... Naja, du es gar nicht vorhattest. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Diese Abtrünnigen haben uns kaum was zu essen gegeben und ich bin am Verhungern. Also, tschüss. Naja, wir haben wenigstens jemanden gerettet. Du verdienst deine Belohnung. Danke, Pete. Mach dir keinen Kopf. Vielleicht wäre es aber gut, rauszufinden, wen du eigentlich wirklich hättest retten sollen. Ja, das sollte er vielleicht mal rausfinden. Ja, und die Frau? Ja, die hatten wir damals gerettet mit dem Außenposten. Das eine Ding, dieser Außenposten, wo überall unten das chemische Giftzeug war. Wo wir zwei Anläufe gebraucht hatten, der war das. Hey, da hinten braucht noch mal jemand Hilfe. Da können wir auch noch mal kurz rüber düsen. Komm, ich rette dich mal schnell. Bitte. Und jetzt bitte eine Belohnung geben. Das war knapp. Nimm das, bitte. Denn ich sammle natürlich Belohnungen. Und zwar vor allem Erfahrungspunkte, Belohnungen. Das ist so ein Flüchter, oder? Ah, nein, nein. Solche Infizierten. Ja, gut, dann schalten wir die mal aus, weil das gibt Trophäen. Ich sehe gerade, meine Nahkampfwaffe ist gleich hinüber. Das ist natürlich nicht so schön. Gut. Zwei Trophäen haben wir jetzt wieder mit dabei. Leider reicht das überhaupt nicht. Am besten bräuchte ich wirklich mal so 100. Mit dem ganzen Zeug. Ich schrei gleich. Ich
Ich bin schon wieder in die Mine getreten. Nicht schon wieder. Aber diesmal entkomme ich wenigstens von hier. Besser als zuvor. Lasst mich hier durch. Oh, hoch hier. Ja, dann verstehe ich jetzt auch, warum vorher alles dort unten hochgegangen ist. Da sind vorher die ganzen Zombies auf die Minen gestampft. Dann war ich vorhin zu auffällig dort. Ja? Die Zombies wollten zu mir hin und sind aber in die Minen getreten. Deswegen ist das vorhin dann so dort eskaliert. Geh doch hier hoch! No! So. Wir sind da. Bitteschön. Ich habe das Monster gefunden und ihm das Fell abgezogen. Sehr gut. Damit kann ich Gefäße für starke Substanzen anfertigen, die sich hervorragend gegen die Infizierten eignen. Ja, bitte, helfe doch gerne. Wenn ich für dich auf die Jagd gehen soll, wäre ich bereit. Ich habe was für dich. Deine bisher gefährlichste Jagd. Es ist die Kreatur, von der ich schon sprach. Sie wurde gefunden. Und sie hat was, was du brauchst. So ist es. Ihr Fell hat äußerst seltene Qualitäten. Wahre Wunderqualitäten. Aber darum geht es jetzt nicht. Weißt du noch die GRE-Insel, wo du mir die Virusträger gefangen hast? Da ist sie nachts aktiv. Und Aiden, du kannst diese Kreatur nicht töten. Kann ich nicht oder soll ich nicht? Beides. Hör zu. Gegen sie gibt es keinen fairen Kampf. Sie wird dich in Stücke reißen. Deine einzige Chance ist, sie in die Falle zu locken und einzusperren, ehe sie an dich rankommt. Denn wenn das passiert... Keine Sorge. Mit dem Ding komme ich schon klar. Okay. Die schwierigste Mission, die wir jemals jetzt für dich hatten, alles klar. Das kann ja spannend werden. Gut, aber erstmal sollte ich gucken, ob die Nacht noch lang genug ist. Ich denke, wir sollten lieber zweimal kurz uns hinlegen hier. Damit dann die nächste Nacht anfängt hier. Damit wir auch ausreichend Zeit haben, das Ganze zu machen. Was wird das so für ein Monster diesmal sein? Oder Zombie eher gesagt. Da kann man gespannt sein, wie ich finde. So, was nehmen wir denn mal hier jetzt für eine Verbesserung? Ich glaube den Schädeltritt. Den hatte ich noch nicht. Den wollte ich schon sehr, sehr lange haben. Gut. Dann haben wir da auch bald alle Verbesserungen. Da freue ich mich schon drauf, auf jeden Fall. Und da bin ich dann auch gespannt, ob es dann wieder solche Legendenstufen oder wie das hieß, wie im ersten Teil... wieder hier kommen werden. Da bin ich sehr gespannt. Naja, und wenn, dann wird es eh nicht demnächst kommen. Weil damals kam das auch sehr, sehr lange Zeit erst nach Release. Legendenstufe oder wie das hieß, das kam erst lange nach dem Following war. Nachdem der Following DLC rauskam. Das weiß ich noch ganz genau. So, Moment. Einmal hier hoch. Und einmal hier rüber. So, jetzt habe ich mal hier meine schöne starke Waffe ausgerüstet. Naja, und kämpfen können wir jetzt gleich eh nicht. Haben wir ja schon gehört. Gegen dieses Ding sollen wir nicht kämpfen, weil wir sowieso keine Chance hätten. Ja, deswegen bin ich alleine schon gespannt. Also bisher würde ich eigentlich meinen, haben wir jeden Gegnertyp schon mal besiegt. Deswegen würde ich schon gerne das probieren, das Ding zu besiegen. Na, ja, nun gut, wir sollen es ja gefangen nehmen. So, hier oben ist das ein Flüster, den können wir direkt uns mal noch holen. Wenn wir schon mal hier sind. Sehr schön. Einmal hier vorsichtig rüberkleiden. Bitte entdeckt mich jetzt nicht und werdet bitte nicht alarmiert. Dankeschön. Dankeschön im Voraus. Gut. Ja, so hier geht das perfekt eigentlich gerade.
Irgendwie erwarte ich mittlerweile, dass das ein Schattenjäger ist. Weiß nicht warum. So, was habe ich ja schon viel länger mal hier erwartet. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, die meint vielleicht einfach nur ein Schattenjäger. Der dort hinten jetzt vielleicht gleich auf uns wartet. Na dann mal gucken, ja. So, der Käfig ist auf jeden Fall da drüben scheinbar. Hier ist ja der alte Käfig von damals. So, dann machen wir hier kurz ein paar Zombies weg. Einfach mal ein bisschen die Waffe noch zu testen. Also auf jeden Fall, was mir schön stark an der auffällt, zwei Schläge, dann sind die weg. Ja, als zwei Schläge überstehen die gar nicht mehr. Also das ist schon eine starke Waffe. Gut. Dann gehen wir mal hier ran. Gut, ich mache erstmal hier die normalen Zombies weg, damit ich jetzt hier gleich also reinlocken kann, meinen Gegner. Ja, und ich kann hier auch schon lesen, was es ist. Das ist ein Schattenjäger in Schwarz. Was ich dort reinlocken soll. Dann knüpfen wir uns mal hier noch die Kiste fix vor. So. Zack. Ja, das Lager hier, muss ich sagen, will ich mir auch ganz gerne mal noch gleich angucken hier. Aber nun gut, erstmal der Schattenjäger. Ich rüste mal auch meine starke Heilung lieber hier noch mit aus. So. Ich glaube, da ist er. Ja, aber das sieht aus wie normaler eigentlich. Die Aufgabe ist geschafft, aber da ist doch gar keiner drin. Hier ist er doch. Ja gut. Das hinterfrage ich jetzt mal nicht. Aber was ich merke, ist. Meine Güte, ist der hart. Ich werde es auch mal probieren, den zu besiegen. Er nimmt ja immerhin Schaden. Lass uns den mal probieren, auszuschalten. Ich glaube, ich werde es eh nicht schaffen. Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Meine Güte, also der hier haut ja richtig rein. Komm schon. Wow. Das Ding ist, warum ich jetzt hier gerade Probleme im Kampf habe gegen ihn, ist, ich bin nicht gewohnt, mit dieser Agilität Gegner zu haben. Wow. Komm, heilen. Let's go, Aiden. Oh, den will ich jetzt unbedingt hier ausschalten. Komm, let's go. Jawohl, jetzt drauf, los! Heilen nochmal schnell. Wo? Wo? Zurück, 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 zurück. Heilen. Komm hoch. Wo ist er hin? Jawohl. Alter, no, 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 no. Oh. Jawohl. Alter, wir haben ihn besiegt. Alter, sehr cool. Jetzt bin ich direkt nochmal stolz auf mich. So. Jetzt gucken wir uns mal hier noch um. Ob hier noch irgendwas Besonderes ist an Beute. Kann ich das Auto hier öffnen? Nein. Aber ich will ehrlich sein, irgendwie sah das für mich jetzt nicht so sehr aus, als ob das ein schwarzer Schattenjäger gewesen wäre. Aber nun gut, die Aufgabe hier war jetzt sowieso ein bisschen buggy. Ja, weil eigentlich rein theoretisch gesehen ist das gar nicht dort richtig so drinne. Dem Ding, wo ich ihn reinlocken sollte. Vielleicht habe ich es auch selber nicht gemerkt, dass ich dort einen anderen noch vielleicht hinter mir hatte, aber. Glaube ich eigentlich nicht. Kann auch sein, da ist noch ein zweiter hinter mir gewesen. Aber glaube ich halt eigentlich nicht so unbedingt hier. So, ich rüste mal hier noch eine andere Heilung aus. Nehmen wir mal die, damit wir halt das ganze alte Zeug an Heilung auch erstmal verbrauchen.
So, zack. Das mal noch mit ausrüsten. Und jetzt hier rüber, let's go. Lauf, Aiden. Wir wollen ja jetzt hier nicht nochmal entdeckt werden. Oh, ich glaube, das wird so oder so passieren. Und ich glaube auch ehrlich, ich will nochmal so einen hier ausschalten. Komm, let's go. Gib mir deine drauf her. Ui. No, er schreit. Ja. Da bin ich bestimmt blöd gesprungen gerade, deswegen es länger gedauert hat, ja. Aber nur gut, so können wir immer noch mal Erfahrungspunkte verdienen. So, mein besten Haken kann ich ja auch direkt mal hier noch ein bisschen wieder testen. Komm, hoch da! Also man merkt schon, dass er mich etwas besser hochziehen kann jetzt so hier an manchen Stellen. Finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Irgendwie vermisse ich aber dennoch den vom ersten Teil. Aber dazu muss man auch sagen, der vom ersten Teil war schon ein bisschen, wenn man jetzt noch sowas gehen will, unrealistisch, so ein bisschen, was seine Fähigkeiten betroffen hat. Wenn ich da so an manche Stellen zurückdenke, manche Momente, die ich mit dem hatte. Aber irgendwie vermisse ich den. Man könnte auch beinahe sagen, etwas zu stark oder so, oder etwas zu gut oder so. So. Wir sind auf jeden Fall ja da jetzt. Okay, dahin brauchen wir jemand Hilfe. Lass uns da mal hindüsen ganz kurz. Wir sind da dort oben auf dem Haus. Oh no, no, no. Nicht ein Spucker. Spucker, du musst weg. Oh, und dem zu helfen dort oben. Habe ich nicht mehr viel Zeit. Ne, kann ich vergessen. Das ist wieder mal so eine blöde Wand, wo ich nicht richtig hochkomme. Sorry, Dude. Ich kann nicht jedem helfen. Ich kann nicht jedem helfen, es tut mir leid. Da bin ich. Ich sagte doch, mit dem Ding komme ich klar. Aiden, tut mir leid, dass ich sowas von dir verlangt habe. Ich habe mir ja solche Sorgen gemacht. Aber danke. Sobald die Versorger mir die Proben bringen, werde ich vielen Leuten helfen können. Apropos, wie geht es Harlens Vater? Gibt's was Neues? Das gibt es allerdings. Die Parasiten konnten ausgerottet werden. Na, das ist super. Ich war ja so besorgt. Ich auch. Solche Erfolge sind nicht immer garantiert. Aber wenn sie passieren, sind wir sehr froh. Ja. Was hast du für mich? Neue Jagden? Neue Fallen? Es gibt da in der Tat noch etwas, um das du dich kümmern kannst. Hm. Was kann ich für dich tun? Nicht für mich. Für Corvus. Er wartet im Garten auf dich. Will mit dir reden. Corvus? Hab mich schon gewundert, wo das mürrische Grübelmonster wohl ist. Er ist im Garten. Bitte geh zu ihm. Ich muss mich nämlich um eine komplizierte Mixtur kümmern. Wenn du meinst. Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird irgendwie eine Falle sein oder so. Ich habe ja damals schon gesagt, ich glaube, dass wir irgendwann gegen den kämpfen. Das war auch der Grund, ja, so warum ich die ganze Zeit hier an dieser Storyline hier festgehalten habe und hier immer weitermachen wollte. Auch schon alleine die Melodie hier gerade. Das sagt mir, dass jetzt irgendwas hier passieren wird wahrscheinlich. Ich weiß nicht, lieber mal schlafen gehen vielleicht mal noch kurz. Aber ja, vielleicht hat sie auch recht. Und der Corvus hat die ganze Zeit irgendein Problem gehabt, wo er jetzt noch irgendeine was braucht, eine Mixtur. Weil vielleicht hat er ja irgendwie jemand aus der Familie oder einen Freund, der die ganze Zeit Hilfe braucht. Glaube ich aber nicht. Der war ja so mürrisch drauf. Wir haben ja auch gehört, die Baba arbeitet für ihn. Oder sie soll für ihn arbeiten und Co. und so weiter.
Und ja, deswegen, ich denke halt schon, der hat irgendwie eine böse Absicht. Deswegen bin ich da gespannt, was da jetzt hier noch passiert. Also ich denke wirklich ein Kampf oder so gegen den. Auf sowas läuft hier noch hinaus. Mal gucken. Wir machen dann jetzt mal da drüber. Ach, ich kann das Ganze nur bei Nacht machen. Was ist mit dir, Corvus? Wieso bist du auf einmal so freundlich? Ich bin guter Stimmung. Lass uns feiern. Was feiern wir denn genau? Ich sag's dir, aber nur, wenn du mit mir trinkst. Da ist bestimmt irgendwas drin. Erst will ich wissen, worauf wir anstoßen. Und diese Überraschung versauen, trink ihn. Ich lade dich ein. Wir trinken einfach mal. Okay, ein Gläschen kann ich ja mit dir heben. Sehr gut. Okay, worum geht's denn bei dieser Feier überhaupt? Deine Jagden sind beendet. Du wirst nun gehen und nie wiederkommen. Und genau darauf trinken wir. Gehen? Sagt wer? Gehst du ab sofort auf Jagd für die Barber? Doch wohl eher nicht. Ist doch unter deinem Niveau. Nee. Du bist unter meinem Niveau. Ständig verspottest du mich. Nie zeigst du mir Respekt. Aber das ist alles bald Geschichte. Trink! Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Sowas Freches! Okay, Corvus. Du führst doch was im Schilde. Was hat es wirklich auf sich mit dieser Feier? Du nervst mich, seit du zum ersten Mal hier aufgetaucht bist. Du stehst zwischen mir und der Barbar. Sie wird immer starrsinniger. Du machst alles kaputt, was zwischen uns ist. Ah, okay. Er ist scheinbar eifersüchtig. Was genau ist denn zwischen euch? Das frage ich mich die ganze Zeit schon. Eine fein ausbalancierte Partnerschaft. Wir hängen aneinander. Bis zum Tod. Wie Partner wirkt ihr nicht gerade. Ha, deine Zeit ist bald um. Ich glaube eher deine. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Corvus, aber ich muss los. Kommen wir zu deiner Überraschung. Oh, super. Du gehst, aber nicht nur von hier weg, sondern ins Jenseits. Ich schicke dich in dein Grab. Na endlich, eine echte Drohung. Wird aber auch Zeit, Corvus. Du Hund. Hält sich wie einen tollen Jäger, der mächtige Bestien platt macht. Mächtig, ja. Aber halt auch doof. Aber wie schlägst du dich gegen eine Geistesgröße wie mich? Du forderst mich also raus. So ist es, du Hund. Ich hole mir deinen Kopf. Ich habe keine Angst vor dir. Bei der Barber sieht das wohl anders aus. Ich tue ihr einen Gefallen, wenn ich dich abmurkse. Das war das letzte Mal, dass du mich verspottet hast. Stirb, du Schwein! Ja, dann zeig mal, was du drauf hast, mein Lieber. Na, ist das alles, was du drauf hast? Bam! Ja. So stark ist er dann doch nicht. Alter. Ein Schlag und der Dropkick und das war's. Ja. Corvus, mein Guter. So stark warst du dann wohl doch nicht. Hättest dich lieber nicht mit mir anlegen sollen. So. Hallo, ich liebe dachte, Baba. Corvus käme durch die Tür. Corvus wollte mich gerade töten. Weshalb? Wusstest du, dass das passieren würde? Ja. Nein, ich hatte keinerlei Macht über Corvus. Ich war seine Marionette. Was? Ich sprach doch von dem Überfall. Den hat er inszeniert, damit ich in seiner Schuld stehe. Er wollte Schutzgeld von mir. Er verlangte immer größere Summen und drohte mir. Ich sollte bloß nicht abhauen oder ihn verpfeifen. Und er blieb, um sicherzugehen, dass ich ihn nicht verrate. Und er blieb, um sicher zu gehen, dass ich ihn nicht verrate. Ah, das meinte er also mit wir hängen aneinander. Und was hat das mit mir zu tun? Deine Jagden zeigten mir, dass du einen Kampf gegen Corvus überleben könntest.
Du hast mich reingelegt. Ich wusste keinen anderen Ausweg. Ich wusste, du bist stärker. Du hast mich gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Du schuldest mir gar nichts. Mag sein. Aber nimm dies bitte. Möge es dir dienen. Oh, die macht was her. Ich weiß, du hältst mich für einen Scharlatan. Aber ich war früher Apothekerin in der Armee. Meine Heilmittel sind echt. Ich hülle sie bloß in eine Prise Mystik, weil sowas bei der Kundschaft ankommt. Weiße Kittel erwecken heutzutage kein großes Vertrauen. Na, stimmt. Ich danke dir. Bitte schau wieder vorbei. Ich gebe dir dann auch, was du brauchst. Na gut. Bis bald, Baba. Alles klar. Quest abgeschlossen. So, jetzt hier nochmal das Zeug mitnehmen. Schwuppdiwupp. Und einmal hier kurz gucken, dass wir was verkaufen. Hier von dem alten Stuff. Ich denke, wir tun mal noch weg das Axtding hier. Und dann noch den Sportbogen. Hier ist mein ausgerüsteter. Ja, den tun wir nicht weg, weil den hatten wir damals auch schon eine Quest bekommen. Den möchte ich ganz gerne behalten, einfach mal. Können wir ja lagern. Spricht ja nichts dagegen. Apropos lagern, da können wir sowieso mal gucken, dass wir noch was anderes mit reinpacken. Obwohl ich denke, so passt das. Hier haben wir eigentlich genügend andere goldene Waffen erstmal gelagert. Ja, den einen Bogen noch mit reinpacken. Der Schlagstock lohnt sich nicht, weil hier ist ein stärkerer mit drin. Gut, dann machen wir jetzt Schluss hier an der Stelle. Das soll es dann jetzt gewesen sein mit der Folge hier. Und ich denke, die Questreihe mit Jagen ist dann jetzt auch zu Ende. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Gucken, was wir da dann als nächstes machen. Tschüssi.